Sagen wir mal so, ich weiß nicht genau, wie das alles angefangen hat. Aber wenn Sie einen Anfang brauchen, nehmen wir einfach den hier. Aber die Leute lieben dieses Buch. Stimmt. Deswegen haben Sie auch alle schon eins. Aber nicht in dieser wunderschönen Ausgabe, in überarbeiteter Übersetzung. Hallo. Herr Grief, selbst wenn wir den ganzen Laden nur mit dem Buch bestücken, würden wir nicht mehr verkaufen. Sie dürfen hier überhaupt nicht arbeiten. Tschüss. Ihnen fehlt der Sinn für Literatur. Und Sie sollten keine Bücher verlegen. Ihnen fehlt der Sinn fürs Geschäft. Entschuldigung. To be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Moin, Matti. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Die Frau da mit den vielen Taschen und in großer Eile, das bin natürlich ich. Also ich vor einem Jahr, als noch alles in Ordnung war. Naja, okay, vielleicht nicht in Ordnung, aber es lief zumindest alles noch in seinen geregelten Bahnen. Simon, da piepst was. Simon, hörst du nicht? Hab ich dich gestört? Du hast geschrieben, ne? Hast du denn was geschafft? Zum Morgen durchstreichen reicht's. Morgen wird nicht gearbeitet. Morgen entführe ich dich. Wohin? Geburtstagsgeschenke werden nicht verraten, weil es sonst keine Überraschung mehr sind. Weiß jedes Kind. Ich liebe dich. Die Überraschung findet trotzdem statt. Oh, dammig, ich bin zu spät. Tut mir wirklich leid, die Bude ist so voll. Ich kann Lisa da jetzt nicht alleine lassen mit den 12 Kindern. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Na? Wie lange sind wir jetzt zusammen? 6,5 Jahre. Schön, ne? Ja. Aber vielleicht geht es ja noch schöner. Sich zusammen was vornehmen ist eine gute Idee für eine Beziehung, die schon 6,5 Jahre dauert. Lebendigkeit und so. Ach so, ich bin ja nicht mehr lebendig genug. Das habe ich nicht gesagt. Ich möchte nur, dass wir die Gefühle vom Anfang nicht verlieren. Gefühle vom Anfang gibt's am Anfang. In der Mitte gibt's dann die Gefühle von der Mitte. Das ist Logik. Aber die müssen ja nicht schlecht sein. Nee. Du hast mir früher jeden Tag ein Gedicht geschrieben. Ja, und jetzt schreibe ich Romane. Wir kriegen das hin. Das nächste Jahr wird unser Jahr. Aber das besprechen wir alles morgen. So, jetzt so ein Kuss. Ich liebe dich nämlich auch. Okay, jetzt muss ich mal los. Könntest du noch vielleicht hier die Sachen? Ah, vergiss es. Und hier kommt das Problem. Jonathan heißt es. Hier ist er übrigens auf dem Weg zu seiner Geburtstagsparty. Simon und Jonathan haben am gleichen Tag Geburtstag. Ja, finde ich auch komisch. Frau Tina hat ihn wegen seines Freundes Thomas verlassen. Nicht fein, aber als Geschichte auch nicht zu selten. Seltener ist vielleicht nur, dass die beiden, wahrscheinlich aus schlechtem Gewissen, ihm jedes Jahr die Geburtstagsfeier organisieren. Weil es sonst keiner tun würde. Irgendwie schon traurig. Finde ich auch.